Die SPD baut um in diesem Sommer und sie hat noch gut 2 Wochen Zeit. Es werden die Sitzungsräume bearbeitet und die, die drin sitzen sollen, auch. Für sozialdemokratische Politiker und schon gar sozialdemokratische Spitzenpolitiker, wer auch immer sich dazu zählt, wer das nicht als eine Verlockung empfindet, der lügt. Olaf Scholz hat nicht gelogen, aber er hat eigentlich was anderes gesagt. Sie wollen nicht SPD-Vorsitzender werden? Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen. Dass Parteivorsitz und Ministeramt nicht gleichzeitig zu schaffen seien, das hatte fast genauso auch die CDU-Chefin gesagt und sich Wortbruch vorwerfen lassen von der SPD. Am Montag Kurswechsel Scholz. Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt, gerichtet an die kommissarischen Parteichefs. Bisher treten vor allem neue Gesichter an, aber heute kommen noch 2 Bekannte dazu. Gesine Schwan und Ralf Stegner wissen, dass es einige gibt, die über sie spotten. Wir sind durchaus ein Power-Duett. Und man hat ja schon gemerkt heute, dass wir Schwung gebracht haben in die innerparteiliche Wettbewerb um den Vorsitz. Die sächsische Ministerin Köpping und der niedersächsische Minister Pistorius wollen den Wettbewerb auch gewinnen. Aber der Finanzminister und Vizekanzler hat mit Abstand am meisten zu verlieren.